Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt schon im letzten Modul unseres Qualifizierungsprogramms angelangt. Wie der Titel Learning Analytics Studierenden Fokus besagt, stehen in diesem Projekt die Studierenden bei der Nutzung des Learners Corner im Vordergrund. Aus diesem Grund widmen wir uns nun im letzten Modul auch Aspekten, die sich als wichtig in der Begleitung der Studierenden bei der Nutzung des Learning Analytics Dashboards erwiesen haben. Zunächst möchte ich auf die Bedeutung von Wahrnehmung und Reflexion in der Nutzung von Learning Analytics eingehen. Wahrnehmung und Reflexion können dazu beitragen, Lernprozesse zu optimieren und Lernen effektiver und effizienter zu gestalten. Durch die Visualisierungen im Learning Analytics Dashboard haben Studierende die Möglichkeit, ihre aktuellen Lernresultate einzusehen und daran orientiert zukünftige Aktivitäten zu planen. Eine kontinuierliche Reflexion kann Ihnen also dabei helfen, Faktoren zu identifizieren, die für die Erreichung der Lernziele eine wichtige Rolle spielen. Auch Sie als Lehrende und Lehrender können von kritischer Reflexion profitieren und Änderungen in Ihrer Lehre vornehmen, die den Studierenden zugutekommen. Es gibt verschiedene Reflexionsimpulse, die genutzt werden können, um den Lernprozess zu optimieren und besser auf die Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Dazu gehören beispielsweise die kritische Betrachtung der eigenen Lehrpraxis sowie die Unterstützung der Lernenden bei der Planung ihrer Lernaktivitäten oder bei der Weiterentwicklung von Lernstrategien. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, den Studierenden Feedback zu geben und gezielte Fragen zu stellen, die sie dazu anregen, ihr Lernverhalten und ihre Lernstrategien zu reflektieren. Durch Feedback können Studierende ihre Schwächen und Stärken besser einschätzen und ihr Lernverhalten anpassen, um ihre Ziele zu erreichen. Lehrende können auch gezielte Übungen oder Aufgaben stellen, die Studierende dazu anregen, über ihr eigenes Lernen nachzudenken. Zum Beispiel könnten sie eine Selbstbewertung des Lernfortschritts durchführen oder ein Lernjournal führen, um ihre Erfahrungen und Fortschritte zu dokumentieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterstützung der Studierenden bei der Entwicklung von Lernstrategien. Lehrende können gemeinsam mit ihren Studierenden Ziele setzen und Strategien entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Durch diese Zusammenarbeit können Lehrende dazu beitragen, dass Studierende ihre Wahrnehmung verbessern und ihre Lernziele effektiver erreichen. Neben den Prozessen der Wahrnehmung und der Reflexion spielen auch Lernindikatoren eine wichtige Rolle. Lernindikatoren sind Hinweise auf die Lernfortschritte der Lernenden. Sie sollen dabei helfen, Ziele in der didaktischen Planung zu definieren und Lernfortschritte zu dokumentieren. Beispiele für Lernindikatoren sind Aktivitäten der Lernenden, Leistungen oder Engagement. Aktivitäten werden im Activity Report dargestellt und ermöglichen Rückschlüsse auf die Lernfortschritte der Lernenden. Leistungen werden anhand der Anzahl abgeschlossener Aufgaben, gemachter Fehler oder von Test- und Übungsergebnissen der Studierenden angezeigt. Das Engagement der Studierenden bezieht sich beispielsweise auf ihre Online-Präsenz oder ihre Interaktionen mit dem Learning Analytics Dashboard. Hinweise auf Aktivitätsniveau, Leistung und Engagement können den Studierenden dabei helfen, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lernergebnisse zu setzen. Doch was genau können Sie als Lehrende bzw. Lehrender tun, um die Studierenden dabei zu unterstützen? Die Begleitforschung zum Projekt Learning Analytics Studierende im Fokus hat gezeigt, dass Lehrende den Studierenden durch eine umfassende Einführung in das Dashboard, durch Unterstützung bei der Interpretation der Visualisierungen, durch Begleitung und durch wiederholte Bezugnahme auf das Dashboard helfen können, ihre Ziele zu erreichen. Ich möchte Ihnen nun einige Punkte nennen, die Ihnen helfen, Studierende im Rahmen des Einsatzes von Learning Analytics zu beraten. Erklären Sie den Studierenden, wie das Learning Analytics Dashboard funktioniert und welche Daten gesammelt werden. Geben Sie ihnen eine klare Vorstellung davon, wie sie diese Daten aufgreifen können, um gewünschte Lernresultate zu erzielen. Betonen Sie, dass das Learning Analytics Dashboard ein Werkzeug zur Unterstützung des Lernens ist. Streichen Sie hervor, dass Learning Analytics nicht dazu dient, Lernen zu bewerten oder zu beurteilen, sondern Ihnen jederzeit Auskunft über Ihren aktuellen Lernstand gibt.
helfen Sie den Studierenden dabei, die Daten im Dashboard zu interpretieren und zu verstehen, indem Sie ihnen erklären, was die verschiedenen Visualisierungen bedeuten und wie Sie diese in Bezug auf Ihr eigenes Lernen fruchtbar machen können. Ermutigen Sie die Studierenden dazu, das Dashboard so zu nutzen, dass Sie Ihre Hinweise auf Problembereiche aufgreifen und konstruktiv für Ihre Lernprozessgestaltung nutzen. Bieten Sie den Studierenden Feedback und Unterstützung bei der Interpretation der Daten an und laden Sie ein, Fragen zu stellen. Ermutigen Sie die Studierenden dazu, ihre Ziele und Fortschritte im Dashboard zu verfolgen und zu dokumentieren. Unterstützen Sie die Studierenden dabei, realistische Ziele zu setzen und ihre Fortschritte im Blick zu behalten. Betonen Sie die Bedeutung der Selbstreflexion. Unterstützen Sie die Studierenden dabei, ihre Lernstrategien zu überdenken, indem sie ihre Fortschritte selbstkritisch bewerten. Wie Sie bereits in den vorherigen Modulen gehört haben, kann Learning Analytics dazu beitragen, selbstreguliertes Lernen durch die Verwendung von Learning Analytics zu optimieren. Dabei ist von großer Bedeutung, dass Studierende Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Learning Analytics soll Ihnen dabei helfen, Ihre Lernaktivitäten und Ihre gesamte Lernorganisation im Blick zu behalten. Dadurch können Sie beispielsweise Ihre Lernfortschritte, Ihre Schwächen und Stärken sowie Ihre Lernstrategien analysieren und anpassen. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch einige Anregungen geben, wie Sie den Studierenden bei selbstreguliertem Lernen anhand von Learning Analytics hilfreich zur Seite stehen können. Zielorientierte Lernplanung. Studierende können im Learning Analytics Dashboard persönliche Lernziele festlegen und den Fortschritt über das Learner's Corner verfolgen. Daten werden ausgewertet und im Dashboard dargestellt, um den Lernfortschritt zu überwachen und die Zielerreichung zu kontrollieren. Beispielsweise kann dafür die Dashboard-Funktion Grade Monitor genutzt werden. Da die Studierenden hier regelmäßiges Feedback bekommen, in welchem Ausmaß erbrachte Leistungen mit den zuvor definierten Lernzielen übereinstimmen. Personalisierte Lernstrategien. Learning Analytics Visualisierungen bieten den Studierenden die Möglichkeit, ihre Lernfortschritte einzusehen und zu reflektieren. Die Visualisierungen im Learner's Corner sollen dazu verwendet werden, um Lernstrategien an die eigenen Erfordernisse anzupassen. Regelmäßige Reflexion. Learning Analytics ist ein kontinuierlicher Prozess, der die aktive Auseinandersetzung mit dem Dashboard erfordert. Durch das regelmäßige Überwachen des Lernfortschritts und das Echtzeitfeedback aus dem Learner's Corner können Studierende ihr Lernverhalten im Laufe des Semesters verbessern und den Verlauf ihrer Zielerreichung besser einschätzen. Selbstmotivation. Die Studierenden sollen zudem auch Verantwortung für den eigenen Lernfortschritt übernehmen. Ein möglicher Ansporn, sich selbst zu verbessern, kann der Vergleich mit Peers sein. Sollten Studierende jedoch nicht ihre Lernergebnisse mit jenen von Kolleginnen und Kollegen in Bezug setzen wollen, so können sie diese Funktion jederzeit deaktivieren. Bei all diesen Maßnahmen ist wichtig, dass Studierende die Learning Analytics Visualisierungen gut nachvollziehen können, um sie für ihr Lernen sinnvoll zu nutzen. In diesem Modul ging es darum, wie Sie Studierende dabei unterstützen können, ihre Lernprozesse durch den Einsatz von Learning Analytics besser zu gestalten. Zudem ist es wichtig, ethische und datenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die Datenschutzbestimmungen einhalten und eine transparente und ethisch verantwortungsbewusste Vorgehensweise in der Lehre haben. Um die Studierenden über die Art und Weise der Datensammlung und Verwendung zu informieren, sollten sie auf offene Kommunikation und Beteiligung setzen. Dabei ist es wichtig, den Studierenden die Bedeutung von Datenschutz und Datensicherheit zu vermitteln. Sie sollten auch darauf achten, dass die Learning Analytics Ergebnisse keinesfalls zur Diskriminierung von Studierenden führen. Für die Berücksichtigung der ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekte im Einsatz von Learning Analytics wurde vom Arbeitspaket Ethik und Recht von der Universität Graz ein Kriterienkatalog entwickelt. Weitere Punkte sowie den Verweis auf den Kriterienkatalog finden Sie im Handbuch. Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass Wahrnehmung und Reflexion wichtige Prozesse sind, die Lernenden und Lehrenden dabei helfen, den Lernfortschritt und die Bedürfnisse der Studierenden besser nachzuvollziehen. Lernindikatoren wie Aktivitätsniveau, Leistung und Engagement können als Grundlage verwendet werden, um didaktische Maßnahmen studierendenorientiert zu setzen und den Lernerfolg zu verbessern. Sie als Lehrende oder Lehrender spielen bei der Unterstützung von Studierenden im Umgang mit Learning Analytics und bei der Förderung von selbstreguliertem Lernen eine wichtige Rolle. Eine lernförderliche Begleitung und Beratung von Studierenden müssen jedoch immer unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher und ethischer Erfordernisse erfolgen. Wir sind nun am Ende des MOOCs Lernen mit Learning Analytics angekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Einblicke in das Thema geben und Ihnen hilfreiche Möglichkeiten für den Einsatz von Learning Analytics in der Lehre aufzeigen. Bitte beachten Sie, dass alle Inhalte des MOOCs in einer Handreichung aufbereitet wurden. Die Handreichung ermöglicht Ihnen eine weiterführende und vertiefte Auseinandersetzung mit den hier behandelten Themenbereichen. Die einzelnen Module aus dem Handbuch können Sie nach jedem Video als PDF-Datei herunterladen. Zudem empfehle ich Ihnen den MOOC zum Projekt Learning Analytics Studierende im Fokus, den Sie ebenfalls auf iMOOCs finden. In diesem Kurs wird Learning Analytics grundlegend eingeführt, aktuelle Beispiele aus dem Projekt werden gezeigt, mediendidaktische Empfehlungen gegeben und die Möglichkeit von Peer-Beratungen beschrieben. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Learning Analytics.